Möglichkeit darauf zu antworten. Und Frau Artus wünscht das Wort und bekommt es von der Fraktion Die Linke. Ich muss nicht, ich will aber. Herr Präsident, sehr geehrte Herren und Damen, lassen Sie mich einige Anmerkungen zu den Redebeiträgen machen, aber vielleicht auch noch mal einige Zahlen hier auflisten, die auch noch mal deutlich machen, wie die Situation der Pflege ist. Und es kann natürlich nicht sein, wenn die Kollegin Timmermann uns hier vorwirft, wir hätten einen image-schädigenden Titel hier zur Aktuellen Stunde angemeldet. Viele Menschen haben sich sehr gefreut, dass wir dieses Thema hier heute angemeldet haben, dass wir Ihr Anliegen zum Thema, zum Zentrum der Bürgerschaft machen. Sie sind dankbar dafür. Und Sie werden auch wissen, wer es getan hat und wer es als image-schädigend ansieht, sehr geehrte Herren und Damen. Und diese Aktion Pflege am Boden ist übrigens keine Veranstaltung der Gewerkschaft, das möchte ich auch noch mal sagen. Wer die ist, steht dem, glaube ich, offen und solidarisch gegenüber, aber es ist keine Veranstaltung der Gewerkschaft. Es ist eine Veranstaltung von Beschäftigten, selbst organisiert. So zeichnen sich Flashmobs übrigens aus. Und dass die Pflege am Boden liegt, ist ein Titel, den sich diese Menschen selber ausgesucht haben. Insofern ist es unsererseits eine Wertschätzung. Richtig ist natürlich, wir diskutieren viel über die Pflege im Ausschuss, auch schon in der letzten Wahlperiode, ist auch richtig so. Und ich will auch überhaupt nicht verhehlen, und ich glaube, das habe ich auch mit keiner Silbe getan, dass von Hamburg aus nicht viele Signale auch zur Pflege, zur Verbesserung der Situation von Pflegenden ausgeht. Das machen wir in Hamburg. Aber wenn man das Thema kritisch aufgreift, heißt es ja nicht, dass man das alles nicht wertschätzt oder nicht erwähnt oder nicht haben will oder blöd findet, sondern dass es eben nach wie vor zentrale Probleme gibt. Und deswegen kann ich Ihnen auch sagen, Sie haben meinen Redebeitrag alle vermutlich nicht verstanden oder Sie wollten ihn nicht verstehen oder es passt nicht in ein ideologisches Muster. Weil die Hauptursache, und da können wir noch so viele Maßnahmen ergreifen, die wir auch weitgehend unterstützen, ist die folgende Privatisierung der Krankenhäuser, hat die Situation in der Pflege verschlechtert, sehr geehrte Herren und Damen. Und noch mal einige Zahlen, wie es denn seitdem auch, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Laut Statistischem Bundesamt haben die Krankenhäuser seit Einführung des Fallpauschalensystems, auch das hat natürlich mit zur Verschlechterung beigetragen, etwa 50.000 Arbeitsplätze im Pflegebereich abgebaut. Die Zahl der Behandlungen ist im gleichen Zeitraum aber um 35% gestiegen. Und jeder Krankenhausmitarbeiter und Mitarbeiterin haben im Schnitt ein Drittel mehr Krankheitsfälle versorgt als 1992. Herr Wersig, kommen Sie doch ans Mikro, dann können wir das diskutieren. Und das Krankenhauspersonal in Deutschland versorgt weit mehr Patientinnen und Patienten pro Kopf als der Durchschnitt der anderen OECD-Länder. Der Personalmangel geht zulasten der Krankenhausbeschäftigten. Und das war das Anliegen, das wir Ihnen heute in der Aktuellen Stunde präsentieren wollten. Meinem Eindruck nach ist das gut rübergekommen. Wir werden weiter diskutieren. Schönen Tag noch.